Ja, wir sind heute hier um 15.28 Uhr ins Vechterer Moor gerufen worden. Hier brannte eine Birkenschonung. Ja, beim Eintreffen war es so, dass die Birkenschonung auf einer Fläche von ca. 100 x 30 Metern schon gut im Brand stand, sodass wir doch relativ zügig Einsatzkräfte nachalarmieren mussten. Die Schwierigkeiten waren natürlich, die Temperaturen sind nicht so gering, also der Einsatzkräfteverschleiß ist schon groß und eine besondere Herausforderung ist wie immer hier in unserem Moorgebiet die Wasserversorgung. Ja, es dürften wohl so knappe 3,5 Kilometer mittlerweile oder insgesamt sein, die hier liegen, mit unterschiedlichen Ansaugbereichen, einmal Hydranten, wir haben aber auch offene Wassereinnahmestellen, wo wir halt Wasser herbekommen. Bedingt durch die Trockenheit sind wir im Mai schon sehr oft hier gewesen, also 2-3 Mal die Woche war auf jeden Fall schon das Einsatzgeschehen hier oder in der Nähe. Wir haben hier noch Glück, dass wir relativ dicht an der zuführenden Straße sind und Wasser auch noch haben. Also wir hatten es auch durchaus schon in diesem Jahr, dass wir Einsatzstellen hatten, die sehr, sehr tief drin lagen, wo die Wasserversorgung ja letztendlich sehr, sehr schwer war. Es hat sicherlich das ein oder andere Mal geregnet, aber die Schwierigkeit ist einfach, dass wir eine sehr hohe Gefährdung momentan haben. Wir sehen das hier auch während der Löscharbeiten, das Wasser, das wir abgeben letztendlich, das ist nach kurzer Zeit eigentlich schon wieder verschwunden und der Torf oder der Boden ist einfach nicht nass zu bekommen. Und ja, ich fürchte, dass wir noch ein bisschen hier in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigt sein werden, solange es so auf jeden Fall so warm bleibt. Also was ich unbedingt sagen muss, ist, dass man die Moorgegend meiden sollte, jetzt gerade auch bei den hohen Temperaturen. Das Moor ist gesperrt, man sollte das beherzigen, hier nicht herzukommen. Wir haben Flächen- und Waldbrände in kleineren Größenordnungen sicherlich. Also das ist so das Wichtigste eigentlich momentan, hier nicht herzufahren, auf keinen Fall mit dem Auto ins Moor zu kommen, auf keinen Fall zu rauchen, auch Müll wie Plastiktüten oder Glasflaschen oder Ähnliches nicht hier liegen zu lassen, weil letztendlich ja, das sind alles potenzielle Gefahrenquellen, die auch solche Brände leider verursachen.